Woche war, auch wenn es total komisch klingt, eine sehr intensive Woche, eine sehr gute Woche mit einer ausgesprochen guten Trainingsleistung, mit Intensität im Training und auch mit dem Schwerpunkt im Training wirklich zu gewinnen, immer wieder zu gewinnen. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass Frankfurt inhaltlich sehr, sehr gut spielt, auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht gut waren. Deshalb, wenn es so war und es hat danach ausgeschaut, kann ich es auf jeden Fall nicht erklären, nicht nachvollziehen. Ich fürchte, es werden mindestens 8 Wochen werden. Das ist auf jeden Fall meine Information, 8 Wochen plus. Da müssen wir schauen, wie gut sein Heilfleisch ist. Und ja, das ist natürlich viel zu lang. Er war jetzt hat lange gebraucht, um nach seinem Armverletzung in Form zu kommen und war jetzt ausgerechnet jetzt wieder in Form im Training. Er hat eine sehr, sehr gute Trainingswoche gehabt und verletzt sich dann in der ersten Minute seines Einsatzes. Extrem bitter. Und Jamal, das ist auf jeden Fall so, das reicht nicht für 90 Minuten. Und müssen wir jetzt jede Trainingseinheit abwarten und dann am Abend entscheiden. Ich habe die Entscheidung nicht getroffen, er kann starten, dann wissen wir, dass er wahrscheinlich maximal 60 Minuten spielen kann oder kommt von der Bank und kriegt nochmal Rhythmus, weil natürlich nach einer langen Phase von Training hat er jetzt, ich weiß nicht, 20 Minuten gespielt, also 25 Minuten. Können auch noch mal helfen, 30 zu spielen, um so einen Rhythmus zu kommen, um dann vom Sonntag zu starten. Habe ich noch nicht entschieden.